Hallo und herzlich willkommen bei elektrischunterwegs.com, eurem kleinen Blog zum Thema Elektromobilität und Nachhaltigkeit. Wie ihr seht, sitze ich jetzt wieder nicht in meinem i3, sondern diesmal in einem 2013er Model S. Und ich bin dieses Fahrzeug jetzt einen Monat lang und gut 3.500 Kilometer gefahren und möchte euch ein bisschen über meine Erfahrungen erzählen. Nach dem Intro geht's weiter. Erkennen könnt, ein klassisches Model S, noch komplett ohne Autopilot und allem. Baujahr 2013 mit jetzt 263.000, fast 700 Kilometern. Ich bin den Wagen jetzt von Anfang Dezember bis jetzt in den nächsten Tagen gebe ich ihn zurück gefahren. Ich bin rund 3.500 Kilometer mit dem Fahrzeug unterwegs gewesen, sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn und auf längeren Strecken. Ich bin ganz ehrlich, ich bin immer noch überrascht, wie angenehm dieses Fahrzeug fährt, trotz des Alters und auch der Laufleistung. Es ist wirklich ein bequemes Auto, was auf der Autobahn sehr angenehm fährt, sehr schön, ruhig ist und alles super. Zum anderen, wie aktuell dieses Fahrzeug noch wirkt. 2013 war das halt so, wow, die haben einen 17 Zoll Bildschirm ins Auto gebaut und die haben nur ein Display als Tachoanzeige, mein Gott, und sie haben keine Knöpfe mehr und überhaupt. Und ja, das wirkt heute immer noch so, dass man sagen kann, wow, das sieht echt gut aus. Gut, der Besitzer des Fahrzeugs hat jetzt hier die aktualisierte Entertainment-Einheit einbauen lassen. Also man kann jetzt hier auch irgendwelche Spielchen spielen und Autorennen fahren und irgendwelche Furze auf Knopfdruck oder YouTube gucken oder was auch immer. Das ist schon ganz nett. Navigation und alles ist bekannt flott, so wie man das bei Tesla gewohnt ist. Und ansonsten auch die Sitze und alles sind noch wirklich gut in Schuss. Wie gesagt, das Fahrzeug hat 266.000 Kilometer runter. Einzige, was jetzt bei dem Fahrzeug ein bisschen anstrengend ist, sage ich jetzt mal so. Der Wagen lädt nicht mehr so geil. Und die Reichweite ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ist super. Also ich bin jetzt zweimal nach Franken gefahren vor 2 Wochen und jetzt heute war die Rückfahrt von dem zweiten Trip. Das sind immer so rund 900.000 Kilometer. Und normalerweise mit einem modernen Auto einmal laden 25 bis 30 Minuten und dann ist gut. Ja, schafft der Wagen leider nicht mehr. 200 Kilometer bei 120 auf der Autobahn und dann muss für eine gute Dreiviertelstunde geladen werden, um wieder 200 Kilometer fahren zu können. Zweimal laden auf 450 Kilometern ist jetzt schon nicht mehr so geil. Interessant ist, der Wagen hat eine komische Ladekurve, weil er fängt immer noch bei 130 kW Peak an, geht dann aber unfassbar schnell auf, ich weiß nicht, 60, 50, 48 kW runter, hält das dann bis, keine Ahnung, 75, 80%, aber das sind halt Ladeleistungen von meinem i3. Und der Akku ist halt trotzdem, dass er nicht mehr die komplette Kapazität hat. Also ich würde jetzt mal sagen, man kann so
um die 60 Kilowattstunden entnehmen. Bei einem Verbrauch von jetzt hier aktuell 211 Kilometern. Aber wir können auch mal einmal in die Trips gucken. Da habe ich das nämlich zurückgesetzt. Ich bin jetzt gefahren in der Instrumententafel. Der Trip A, doch, nee, okay, ich bin ein bisschen weniger gefahren, waren nur 2000 Kilometer. Aber halt mit einem Schnitt von 200, gut, da fehlen noch 500 Kilometer, also 2500 Kilometer. mit einem Schnitt von 232 Wattstunden pro Kilometer, also 23 Kilowattstunden. Wie gesagt, der größte Teil der Strecke, also gut 1800 Kilometer, waren dann jetzt Autobahn. Von daher bleibt halt nicht viel über, wenn du nur, weiß ich nicht, 60, 61, 62 Kilowattstunden im Akku hast bei 23 Kilowattstunden Verbrauch. Und wie gesagt, der mittlerweile echt miesen Ladekurve. Wenn das nicht wäre, ansonsten, selbst in der Stadt, für so ein 5-Meter-Schiff, was 2,20 Meter breit ist, fährt der sich super handlich, wirklich echt angenehm. Aber die Laderei ist wirklich anstrengend. Da muss man sagen, dass Tesla, ja, sie legen Wert darauf, dass der Akku auch noch bei 260.000 Kilometern funktioniert und seine Leistung bringt und ich weiß nicht was, damit das Ding ihnen nicht um die Ohren geflogen ist in den 8 Jahren Garantiezeit ohne Kilometerbegrenzung. Und ja, es war der erste größere Akku in größeren Stückzahlen in so einem Fahrzeug. Und es hat sich halt bei der Chemie der Zellen deutlich was verbessert. Aber das ist mittlerweile wirklich zeitraubend. Also wir haben jetzt auf der Rückfahrt von Franken über die 450 Kilometer, die der Spaß dann jetzt lang ist, gut 6 Stunden gebraucht. Da würde man jetzt mit einem modernen Auto sicherlich eine halbe Stunde schneller sein, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und wie gesagt, zweimal anhalten ist halt doof. Vor allen Dingen, wenn man nicht alleine ist oder auch vielleicht mit jemandem zusammen im Auto sitzt, der jetzt nicht so positiv zur Elektromobilität eingestellt ist. Aber gut. Ansonsten möchte ich mich recht herzlich bei dem Besitzer des Fahrzeugs bedanken, dass ich den jetzt einen Monat lang nutzen durfte. Ich hatte wirklich Spaß mit dem Auto und von daher bedanke ich mich recht herzlich und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann lasst doch einfach ein Like da, vielleicht auch ein Abo. Das Abo ist kostenlos, aber nicht umsonst, wie der Herr Laudelei so schön zu sagen pflegt. Von daher, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wenn ihr das zeitnah nach Weihnachten guckt, habt schöne Feiertage gehabt zu haben, kommt gut ins neue Jahr 2024. Und habt viel Spaß mit den Autos, egal ob elektrisch oder vielleicht noch nicht ganz überzeugt. Wir kriegen euch alle. Bis denn!